Hallo, Freunde des Ehrenamtes. Seid ihr grüßt. Heute mit Verstärkung mein Bruderherz, mein jüngerer Bruder, aber nicht kleinerer Bruder. Ja, aber bitte. Ich bin der Ältere. Nur um das immer wieder schon fest. Ja, das war klar, wie immer. Heute starten wir das Video eigentlich mal ganz anders, weil eigentlich war es vollkommen anders geplant. Ich hatte das Video jetzt schon geschnitten und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich so, wie ich es in dem Video versprochen hatte, gar nicht umsetzbar war. Ja, es war kein Problem. Wir hatten eigentlich zu dem Hütteplatzfest, ja. So viel Zulauf, möchte ich ja, gerne so sagen. Ja, so viel zu tun auch. Und viel zu tun. Ja. Also eigentlich war es geplant, dass Björn noch ein paar Interviews den Samstag zum Hütteplatzfest macht. Ob es auch mich ist oder natürlich auch mein Stellvertreter Andreas oder andere noch. Ja, das sind wir überhaupt nicht so gekommen, weil so viel zu tun ja, war. Ich hatte mir das so zurechtgelegt und gesagt, okay, wenn jetzt Nachmittag richtig Betrieb ist, dann gehst du mal rum, sprichst mal mit ein paar Leuten, mit der Kamera. Das hat alles gar nicht funktioniert. Ja, es war richtig Betrieb. Dass man gar nicht zugekommen ist, ja. Genau. Weswegen ich eigentlich mein Bruderherz eingeladen habe, er hat kurz nach dem Hütteplatzfest auf unserer Facebook-Seite ein Post veröffentlicht, ja, weil wir haben ja festgestellt, wir sind ja schon alt. Ja, zumindest sagen das unsere Kinder aber. Definitiv. ich lese mal den Anfang von dem Satz vor, den lasse ich mal so stehen und dann lasse ich einfach mal Basti so ein kleines Resümee von dem ganzen Tag so. Gerne. You know. Gerne. Ach so, Papier, so mit Drucker, so richtig oldschool, ja. Gibt's auch noch. Gibt's noch, wir machen das auch noch so. Wow, was war das denn für ein geiles Wochenende? Wir mussten alle erst einmal durchschnaufen. So, jetzt du. Bitteschön. Ja, durchschnaufen. Das ist, ich glaube, das ist passender, konnte man es, finde ich zumindest, nicht beschreiben, weil es ist ja nicht nur so ein Fest, was den Tag stattfindet, sondern die Vorbereitungen haben im März begonnen. Da setzt man sich hin, bespricht alles. Was müssen wir machen, was müssen wir besorgen? Das geht immer noch, aber dann das Durchschnaufen ist letzte oder den Mittwoch davor ging es los, dass wir alles aufgebaut haben. Ja, die großen Zelte. Die ja. großen Zelte wurden aufgebaut, die Getränke, der Getränkezelt wurde aufgebaut, das Zelt für die Versorgung wurde aufgebaut und da ist man natürlich schon 4 Tage vorher mit allem drum und dran beschäftigt. Eigentlich von früh bis abends, ja. Ja. Es war ja auch nicht nur so, dass jetzt einfach hingestellt wurde, es wurde ja auch wirklich geplant, wo steht was, wo genau, kommt richtig. Wer, warum. Ist ja nicht nur aufbauen, hinstellen, nein, da sind ja mehrere. Das Zelt für das Kinderschminken haben wir auch noch aufgebaut. Den stimmt, Tag. Ja, auch stimmt. Noch. Also wir haben unzählige Zelte aufgebaut, den Mittwoch vor dem Fest. Und da waren wir schon 3, 3,5, 4 Stunden, ich weiß es gar nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, nur mit Aufbauen ich beschäftigt. Ich weiß es nicht, das hat eine ganze Weile. Und so viel Zelt schlagen wieder deine Hand. Ja, und was haben wir festgestellt? Das eine Zelt hätten wir Mittwoch dann doch an eine andere Stelle aufbauen können, ja? Weil das haben wir am Samstag nämlich mit 8 Leuten dann woanders noch hingetragen. Also, naja, ging aber noch, ja. Brüderchen. Ja. Also von meinem Standpunkt her war das ja ein, wie du so schön schreibst, ein Wow. Das war ja... Ja, genau, auch der Besucheransturm fand ich klasse. Ja. Genau, das dafür, dass wir ja trotzdem relativ kleiner Ort sind, ja, waren auch extrem viele Besucher außerorts da, von außerorts. Ja. Das fand ich auch super, aber auch die Straßberger, die da waren. Das war Wahnsinn, das war wirklich echt... Also ich war wirklich positiv überrascht. Ja, ich fand das auch ganz toll. Das ist wirklich super gewesen. Und es war ja dann auch so, um auch noch auf dieses Durchschnaufen zu kommen... Es war ja dann nicht nur so, dass wir den Mittwoch alles aufgebaut haben. Es gab ja noch zum Abend ein kleines Highlight, das erste Straßberger Feuerwehrmännerballett. Ich danke nochmal dem Güntersberger Faschingsclub zur Unterstützung mit den beiden Trainerinnen. Ja, auf jeden Fall. Danke, Sandra und Clara. Und da haben wir uns auch... Im Vorfeld mehrere Male getroffen, sonntags Vormittag, wo wir geübt haben. Ja. Und dann also Mittwoch die ganzen Zelte aufgebaut und dann Donnerstag und Freitagabend auch nochmal für den Auftritt vom Männerballett geübt. Genau, und das Schlimmste war ja, das Anstrengendste war ja den Donnerstag, weil unsere Frauen nämlich mit dabei waren und kontrollieren wollten, was wir da für Blödsinn verzapfen. Genau, und da haben sie schon mit uns gemeckert. Genau, das war das Erste gleich. Nein, das war aber nicht schlecht. Aber ich bin stolz auf dich, weil beim ersten Mal tanzen
hat mein Bruder ausgesehen wie, weiß ich nicht. Also totaler Körperklaus. Aber genau. Ich finde es schön, er hat das super gemacht. Er hat doch ein bisschen Rhythmus reingekriegt in seine Knochen. Naja, das Problem ist, Rhythmus kann ich, aber nicht mit aber meinen... Aber nicht beim Tanzen. Genau, nicht mit meinen Füßen. Ich habe ja immer diese Sprachfehler, dieses Nein, ich kann das Nein immer nicht. Weißt okay, du, gut. Ja, und wenn du einmal Ja sagst, dann musst du ihm ja, stehen und mitmachen. Ja, richtig. Wenn man gefragt, tanzt du mit? Und er sagt ja, obwohl er Nein meint, dafür können wir ja nicht. Aber also von meiner Seite her... Ist jetzt egal, ob wir da jetzt tanzen konnten oder nicht. Es war Spaß. Es hat Spaß gemacht. Es war tierisch geil. Das war richtig genial, ja. Mhm, ist so. Also da kommen auch noch, also vielleicht tun wir das hier irgendwo verlinken oder wir hängen es hinten dran. Ich habe da auch noch ein paar. Oder da oder da. Ist vollkommen wurscht. Das war auf jeden Fall genial. Aber jetzt mal ein ernstes, richtig geiles Thema. Ja. Deutsche Knochenmarkspende. Ja, wir haben das mit durchgeführt, oder was heißt wir? Ja, doch, wir alle am Stand vom Medienteam. Das Medienteam habt ihr ja nun mittlerweile auch schon kennengelernt, wo ihr noch Dörte, Franzi und auch Jens Ronald mit dazuhören und wir beide. Und dort konnte man sich bei der DKMS registrieren. Das hat Franzi organisiert. Genau. Ja. Positiv und negativ. Positiv, es gab 4 neue Registrierungen. Mhm. Nee, negativ gibt es nichts. Na doch, ein Negativ. Die 5., die sie registrieren wollte, hat den Tag nicht funktioniert. Das wird bei der App, doch. Genau, richtig. Genau. Genau. Nee, aber es waren nur 4 oder 5. Ja. Weil tatsächlich die meisten schon registriert sind. Ja. Also zumindest bei uns in der Feuerwehr oder im Umfeld. Ja, das hat mich auch gewundert. Was heißt aber gewundert? Positiv? Nein, positiv. Ja, positiv. Ja, ich finde das gut. Also wir konnten gar nicht so viele dazu gewinnen, einfach weil schon viele registriert sind. Aber da muss ich dir immer sagen, ob nun 1, 2 oder 3, ist eigentlich jeder zählt, egal. Jeder weil zählt. Irgendwann gibt es mal einen Menschen, der vielleicht auch mal Hilfe von dir braucht, von mir braucht, von irgendwem anders. Und die Schmerzen sagen, Schmerzen. Das ist ja nicht so, dass sie dich da anbohren. Genau. Du wirst ja im Krankenhaus, dann wirst du betäubt, glaube ich, und alles Mögliche. Und, das weiß ich jetzt gar nicht, wie was alles. Doch, da gibt es doch, doch ja. das ist richtig mit. Auf jeden Fall, einfacher kann man nicht Menschenleben retten. Deswegen, definitiv nicht. Wer es noch nicht ist. Registriert euch bei der DKMS. Den Link dazu, direkt, wo ihr euch registrieren könnt, anfordern könnt, das kommt alles unten in die Videobeschreibung mit rein. Wenn Fragen zu dem ganzen DKMS-Zeug auf unsere Internetseite, genau, Internetseite sage ich schon, auf unsere E-Mail-Adresse medienteam@ffestraßberg.de, das kriegen wir alle, die E-Mail. Und die entsprechende Person meldet sich bei euch dann, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, Anfragen braucht, wer, was. Oder wenn ihr mit uns nicht sprechen wollt, könnt ihr euch direkt an die DKMS wenden. Die antworten auch sofort. Also, auf jeden Fall. Machen. Aber wir machen das trotzdem gerne. Ja, natürlich. Also, wir haben ja jetzt nur mittlerweile den Kontakt über Franzi, einen guten Kontakt, ja. Da haben wir keine Probleme damit. Genau, richtig. Also das war wirklich eine riesige Sache, wirklich top. Das war eine schöne Idee von ihr und ist auch gut angekommen. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn noch so den Tag gemacht? Oder was heißt, nein, wir, was haben denn alle gemacht? Alle. Das Fest wurde ja ausgerichtet von unserem Förderverein. Genau. Also sprich, die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Straßberg, Harz e.V., die uns schon sehr viel unterstützt haben. Ob es dann auch mal der Weihnachtsfeier für die Kinder- oder Jugendfeuerwehr ist oder ähnliche Sachen. Und die richten das Fest aus und haben auch viele Mitglieder mitgeholfen. Wir hatten zum Beispiel, wir hatten es eben schon erwähnt, wir mussten noch mal ein Zelt von A nach B tragen. Es gab eine Bastel- und Schminkecke für die Kleinen, was immer top angenommen wird. Ja, das ist, also wenn Kinder sich selber anschminken können, das Bessere gibt es nicht, beziehungsweise konnte man sich Tattoos machen lassen, also welche zu wegmachen. Das hat man ja, ich habe mir vorgeschlagen, die echten, aber das wollte keiner. Für die auf der Stirn hätte man es machen können, genau. Aber das ist, naja, war nicht. Na, da hat ja, also wo du sagst, Bastel, also Schminkecke. Ja. Also Basteln hat ja Toni gemacht mit seiner Frau. Genau, richtig. Die haben auch ein richtig geiles Spiel. Das mit Schlössern und das mussten sie raus. Das habe ich bevor wer da war, habe ich das gefilmt. Das kommt da irgendwo mit. Und dieses Schminken hat ja meine Frau gemacht. Genau. Und die hat gesagt, Johanna hat, und Emma und, waren mit dabei. Genau, Johanna und Oma und Emma. Die waren auch mit dabei. Und Emma hat die Tattoos gemacht. Emma hat die Tattoos gemacht. Genau. Also das ist seine kleine Tochter. Ja. Die zweite Geborene. Und meine Frau hat nur gesagt, die hat, glaube ich, 5 oder 5,5 Stunden am Stück da gestanden, gesessen und gemalt. Das hat gar nicht mehr abgerissen, die Kinder. Die Schlange wurde immer länger. Die hat
Ich glaube, der ganze Hütteplatz war bemalt. Genau. Das war Wahnsinn. Auch Erwachsene waren bemalt. Auch Erwachsene, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und dann der Klassiker, was bei so einem Fest natürlich nicht fehlen darf, ist eine Hüppeburg. Ja, da sind die Kinder, da gehen sie voll ab. Da waren sie nicht runterzuholen. Da mussten sie schon, wo wir eingepackt haben, abends um 8 Uhr, mussten sie schon drängen, Kinder, runter jetzt. Genau, und die musst du aufpassen, dass du keinen mit einwickelst. Ja, genau, und die gefundene Uhr ist auch zu ihrem Besitzer zurückgekommen. Ja, das hatte ich. Das hat super funktioniert. Danke nochmal fürs Teilen, Leute, genau. Über Facebook und sonst wo wir was machen. Hat Toppi, klar. Einmal frei. Brüderchen, du hast hier unten bei deinem Fazit, ja? Ja. Hingeschrieben, hatten wir schon 4 neue Registrierungen, /5, das probieren wir jetzt, dass wir das noch... Genau, richtig, bei der DKMS, genau. Wir haben 4 neue Mitglieder im Förderverein gekriegt. Ja, richtig. Der Förderverein. Der Förderverein, genau, richtig. Und 2 neue Mitglieder, genau, in der Einsatzabteilung. Und da bin ich wirklich, das hast ja du alles gemacht. Doch, was heißt das? Habe ich gemacht? Also, wir haben das gemacht. Also das habe ich den Abend überhaupt gar nicht, den Tag gar nicht mitgekriegt. Ja, ich habe generell mal durchgezählt. Wir haben jetzt seit 2 Jahren 6 neue Zugänge. Also Zugänge in der Einsatzabteilung. Ja. Noch nicht alle ausgebildet. Gut, nächste Lehrgang ist jetzt im Frühjahr, im kommenden. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein schönes Fazit, was man ziehen kann. Und wir müssen aber trotzdem weiter am Ball bleiben. Aber ja, das war den Abend mit eine super Sache, dass man da auch noch Förderverein, DKMS ist schon mal geil. Und dann für uns natürlich die Einsatzabteilung, dass wir da auch noch wieder dazu gewinnen konnten. Besser geht's ja gar nicht. Finde ich. Ja, das ist einfach so. Das war, da, wo ich das gelesen habe, sag ich, was, wie, noch gleich 2 neue? Das war so ein, nein, ein Schock war es nicht. Das war so. War schön. Wow. Ja? Wie du hier oben schreibst. Wow, ja. Das war genial. Genau, so deswegen konnten wir noch besser den Post, Oldschool, den Post. Das war genial, anfangen. Also den hast du auch so klasse geschrieben, ja. Und jetzt möchte ich noch einen Menschen grüßen. Der hat mich eigentlich abgehalten von dem, was ich machen wollte. Weil, ich lese jetzt mal nur kurz die E-Mail vor, das ist nur ganz kurz. Der hatte einfach noch Fotos gemacht, wie ich da rumfotografiere. Ja. Das machen wir dahin oder da oder irgendwo taucht das hier vielleicht mal kurz auf. Und er schrieb, hallo ihr Lieben, hatte euch gestern beim Hütteplatzfest kennengelernt und wir haben uns auch kurz unterhalten. Also mal, lieber Mike, also wir haben mit Muss 1,5 Stunden da gesessen und gefachsimpelt. Also ich weiß nicht, wenn das bei dir kurz ist. Es war super. Ja. Mit dem Mike auch, der kommt auch von der Feuerwehr. Der ist, jetzt muss ich das zusammenkriegen. Lieber Mike, wenn das falsch ist, ja, korrigiere mich da unten drunter. Du bist original Straßberger. Das war schon mal der erste Schock für mich. Hast dann in Ballenstedt gewohnt, also ist auch ein Feuerwehrmann, ja? Ja. Und wohnt jetzt, ich glaube, er war sogar noch mal in Frankfurt-Main irgendwo die Ecke drüben, ich glaube, und wohnt jetzt in Bösenrode drunten, das ist so Südharz hier. Und, genau, und sein Sohn, sein kleiner Sohn, der verfolgt nämlich Sebastian schon, seitdem es den Instagram-Kanal gibt, weil den betreut Sebastian nämlich. Die Feuerwehr Straßberg. Diese Feuerwehr Straßberg, genau. Diesen Instagram-Kanal, was wir da betreiben. Und da ist das zustande gekommen. Dass sie wussten, dass das Fest ist und deswegen sind sie vorbeigekommen. Genau. Ja. Und mein Freund, der Björn. Ja. Hallo Björn aus Quedlinburg. Der ist nämlich mit seinem Sohn auch hier hochgekommen aufgrund unseres Werbevideos. Und darauf bin ich sehr stolz. Welche da fielen? Das auf YouTube? Nein, das auf YouTube. Ach so. Das auf YouTube, ja. Lieber Mike, wenn ihr da unten ein Fest habt, das verspreche ich jetzt hier, kommen wir runter. Genau, das nur einladen. Bescheid sagen. Ja, ich weiß nicht, du wirst auch mitkommen. Ja, klar. Mal gucken, wen wir noch mitkommen. Und da kommen wir und dann machen wir nochmal ein schönes Video mit euch da unten. Auf jeden Fall. Das war ein ganz prima Mensch, oder es ist ein ganz prima Mensch, mit dem du wunderbar reden konntest. Das hat gleich funktioniert. Das war so wie Liebe auf den ersten Brüderchen. Eins noch, ich habe noch ein Stück. Du hast noch eins, was hast du noch? Erzähle. Wir hatten noch 2 Sachen. Einmal hat sich natürlich die Drohnenstaffel der Stadt Horzerode präsentiert, das darf man auch nicht vergessen. Haben sie auch super gemacht. Ich habe gesehen, es waren auch immer Zuschauer da, die irgendwelche Fragen hatten. Also Vince und sein Team konnten da viel erklären und zeigen. Und dann hatten wir noch als Vorführung einen kleinen Zimmerbrand. Da hatte Björn ja schon das Video hier im Kanal. Stimmt, das habe ich auch schon vollkommen vergessen. Hat er ja schon
Gepostet hat es bei YouTube auch gepostet. Hochgeladen, veröffentlicht. Es ist schon online. Und da hat auch die Drohnenstaffel mit geholfen. Im Prinzip ist ja die Drohne auch ausgestattet mit so einer Wärmebildkamera. Und es hat natürlich super funktioniert, das, wo wir das angesteckt haben. Thomas hat ein bisschen was erklärt, wie der Verlauf ist. Konnten wir über die Kamera von der Drohne am Monitor das verfolgen, das wie auch die Temperatur steigt und ähnliches. Das war, glaube ich, auch mit bei dir im Video. Das habe ich dann ein bisschen so mit eingebaut. Genau. Das ist schon wirklich interessant. Ich meine, sowas sieht man ja ab und zu mal. Und ich habe mir gedacht, okay, wir machen jetzt mal ein Video. Wir hatten dann zwei Kameras aufgebaut im Kreuz. Und dadurch, dass wir die Drohne mit der Wärmebild hatten, von oben, weil das siehst du ja nicht so oft, wie so auf dem Wärmebild sich dieses Feuer, sag ich mal, entwickelt. Das war richtig genial. Das hat super funktioniert einwandfrei. Vinci, danke nochmal für eure Hilfe, für das zur Verfügung stellen von dem Material. Ja. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann andere Kameraden dann einfach sagen, ja, komm, wir stellen es jetzt mal genau, zwei Stunden. Genau, waren ja auch, waren fast drei, was sie da waren. Also bestimmt, ja. Dafür nochmal Dank an das ganze Drohnenteam. Genau, auf jeden Fall da. Ich glaube, unser Heiko war mit, der Stefan war mit, Thomas war auch mit. Es waren etliche. Es waren so viele da, also ja, ganz ehrlich, liebes Drohnenteam, Dankeschön nochmal dafür, ja. Ich überlege gerade. Jetzt habe ich dich rausgebracht, ja. Naja, nicht rausgebracht, nein. Du wolltest irgendwas sagen und dann habe ich... Das habe ich vergessen, das ist auch vollkommen egal. Achso, Tombola war noch. Die gab es auch noch. Tombola gab es noch, ja. Da hatten wir auch etliche Firmen, die schöne Preise gegeben haben. Gute Preise. Ja. Und auch, also die haben sich nicht lumpen lassen. Also. Genau, richtig. Das waren schöne, ob es einheimische Firmen waren oder eine von ein bisschen weiter weg, jemand, der Öfen verkauft. Also es waren dann auch schon höherwertige Grills, zur Tombola angepriesen worden. Also es wurde auch sehr gut angenommen. Auf jeden das Fall. War eine schöne Sache. Ja. Genau. Und abends gab es auch noch ein Feuerwerk. Das hat Thomas wieder gemacht. Und da ging es bei den Kindern. Das war herrlich. Das war auch schön. Das war ein schönes Feuerwerk, ja, das was Thomas da gemacht auch hat. Gut. Das soll es im Großen und Ganzen eigentlich gewesen sein. Ja. Im Anschluss zeige ich euch einfach das Video, was ich jetzt schon zusammengeschnitten habe. Wie gesagt, seid bitte nicht böse, wenn es nicht so viel geworden ist. Wir waren vollkommen ausgelastet den Tag. Da war wirklich nicht viel mit Film und so. Zwei Sachen noch. Wir haben jetzt als nächstes steht bei uns die Wochenendschulung an. Ja, genau. Ja, im Prinzip, also Wochenendschulung ist so, das läuft um die Feuerwehren der Stadt Horzgerode. Genau. Das sind ja 8 Ortsfeuerwehren und die Stadtwehrleitung denkt sich da immer ein paar schöne Einsätze bzw. Ausbildungsstationen aus. Genau. Dieses Wochenende passend, wenn es letzte Wochenende nicht so schlimm gewesen wäre auf dem Brocken, dieses Wochenende ist es passend in Trockenübung mitten, vielleicht Löschflugzeug. Da haben sich was Schönes einfallen lassen und da freuen wir uns auch drauf. Also da versuchen wir wirklich die Kameras wieder mitlaufen lassen, vielleicht ein bisschen mehr diesmal. Ich muss schauen, wie das alles funktioniert, das Wärme. Auf jeden Fall wird da auf jeden Fall ein kleines Video auf jeden Fall zu kommen. Und eins noch, das ist jetzt, was machen wir jetzt so öffentlich, weil wir versuchen das seit anderthalb Jahren. Genau. Ab Anfang November werden wir einen Podcast starten. Der wird veröffentlicht auf YouTube, einmal als Videopodcast und Audio. Und simultan, ich glaube, also auf Spotify habe ich ihn schon angemeldet. Und wenn es jetzt nicht kein Geld kostet oder nur gering, dann vielleicht auch bei Apple da. Weil da hast du ja auch mit uns. Da bin ich raus, da kenne ich mich nicht aus. Was machst du dann? Das ist nicht schlimm. Ihr sollt euch dann nur mit hinsetzen und einfach mit erzählen. Wir reden dann drum. Der Podcast soll eigentlich über Gott und die Welt, also alles, was Ehrenamt betrifft. Ja, gerne. Ja, das wird dann mehr auch mehr außerhalb des Rahmens von uns, unserer kleinen Feuerwehrwelt, denke ich mal, stattfinden. So ist das geplant. Ja, vielleicht hat auch mal wer von euch Interesse, möchte sich präsentieren. Auf jeden Fall. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, fürs Männerballett hat uns der GFC, der Güntersberger Faschingsclub, unterstützt. Vielleicht hat er Interesse. Oder einer, der ehrenamtlich, weiß ich nicht, in der Kirche ist, im Fußballverein. Es gibt so viele Sachen, es gibt so viele Sachen, die ich natürlich vergesse, hier aufzuzählen. Meldet euch, und dann könnt ihr da gerne mitmachen. Deswegen heißt der YouTube-Kanal Ehrenamt. Ehrenamt. Also das soll alles. Das ist nicht nur Blaulicht. Genau, richtig. Ja? Gut. Brüderchen, vielen Dank, dass du mal hier vorbeigekommen bist. Gerne. Dass wir hier das mal kurz aufzeichnen konnten. 20 Minuten lang mit euch. Ja. noch. Hast du noch was zu sagen? War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, war sehr schön, genau. Wenn ihr uns toll findet, das Däumchen nach oben, das Abonnieren und dann die Glocke, damit wir wieder... Nein, ihr kennt ja das ganze übliche... Prozedere. Genau. Dann kann ich nur sagen, danke fürs
Zusehen. Danke für, na, eigentlich für alles, dass ihr bis jetzt dran seid. Wir sind jetzt bei 128 Abonnenten und das ist schon eine ganze Menge. Ja, dafür, dass das ja alles Spaß und Freude ist. Definitiv, ja, das ist ja auch nichts irgendwie Bezahltes. Sage ich danke, bis zum nächsten Mal. Und jetzt? Macht's gut. Film ab! Hallo, Freunde des Ehrenamtes. Heute ist es soweit. 31. August, ab 14 Uhr. Es ist noch lange nicht 14 Uhr, aber wir sind seit um 10, glaube ich, sind wir hier. Haben jetzt soweit alles aufgebaut. Jetzt sind alle nochmal Mittagessen gegangen. Oh, dadurch nutze ich jetzt nämlich nochmal schnell die Gelegenheit, euch alles zu zeigen, bevor die ganzen Leute hier einkommen. Ich werde heute nur mit der kleinen DJI hier rumlaufen, immer mal filmen, mal schauen. Und wo ich noch was an Videomaterial klauen kann, das klaue ich dann. Auf geht's. Okay. Fangen wir mal an. Ich laufe jetzt einfach mal rum, kreuz und quer. Keine Reihenfolge. So, jetzt drehe ich euch mal um. Wupp. So. Hier als erstes Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr. Da werde ich nachher mal reinfilmen, wie, wann, was, wenn da Leute sind, was da ist. So, dann kommen wir zum coolsten eigentlich, zum Basteln. Ja. Spiele. Also irgendwas mit Schlüsseln sein, habe ich gehört. Hier können sie dann malen und ich weiß gar nicht, was sie alles können. Ihr seht ja gar nicht, wartet mal, sagt doch was. Dann wird hier noch geschminkt, tätowiert, also tätowiert für die Kinder, ich glaube nicht für die Großen. So, dann krabbeln wir mal durch. So, er hier braucht noch einen Namen, der Kollege. Er hat noch keinen. Also, habt ihr Vorschläge, rein in die Kommentare. Eine Zuckerwatte. Erste Hilfe mit AED-Anweisungen und alles. Dann kommen wir zu unserem Stand. Da gibt es einmal Registrierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspende. Ja, unser Stand mit ein bisschen Dekomaterial, was zum Schauen, ein paar Videos. Das, was ihr eigentlich kennt. So, dann, ich glaube, das Wichtigste an dem Dorffest, der Bierausschank. Und jetzt zum Hauptzelt. Hier wird 14 Uhr der Gottesdienst stattfinden und anschließend wird der Gospelchor neu dort etwas sehen. So, Kaffee, Kuchen. Lange Tafel. Leider steht noch nichts da, sonst hätte ich jetzt wirklich schon mal. Ach, schade. So ein Stückchen Kuchen und so ein Würstchen geht immer, oder? So, seht ihr mich? Jetzt wird's heller. Gut, nur mal ganz grob drüber. Wie gesagt, wenn, hört das? Das sind die Damen vom Gospelchor, die stimmen sich schon mal ein. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Ich laufe nachher immer noch mal rum, filme noch mal durch, über den ganzen Tag.
Herzlich willkommen zu einem Spektakel der ganz besonderen Art. Was passiert, wenn sich Helden in Uniform die Stiefel schnüren, die Schläuche beiseite legen und statt Feuer zu löschen die Bühne zum Brennen bringen? Genau das seht ihr jetzt. Hier kommt das erste, einzigartige und unvergessliche Männerballett der Straßberger Feuerwehr. Es wird wild, es wird schräg und es wird garantiert unvergesslich. Also festhalten, es wird heiß, aber keine Sorge, diese Jungs haben das Feuer im Griff. Das war genau einsame Spitze.
Guten Morgen. Mahlzeit. Heute ist der Sonntag, ja, schon wieder, ja. Der erste. Das war geil. So. Das war richtig Hammer. Das waren Leute ohne Ende, das war echt Wahnsinn, was ihr alles da veranstaltet habt. Wir fahren jetzt ein bisschen auf, auch mit Kopfschmerzen. Ja. Muss ja sein. Ja, nicht lange, ja. Nee. Ich filme nachher noch so lange, wie der Akku reicht und dann, dann ist Schluss, oder? Ja. Ja. Also wir fahren jetzt mit Kopfschmerzen aufräumen. Wir danken euch für das Feedback, ja. Ja, sehr viel Positives. Das Erscheinen alleine. Ja. Ja. In 2 Jahren, ja. Nächstes Jahr ist auf dem Plan und in 2 Jahren geht es dann bei uns wieder los. So, aufgeräumt ist, und da wollten wir keine Kamera dabei haben, ne? Nee. Haben jetzt mal noch lecker gegrillt, schön Schnitzelchen, ja, schön Steak und Würstchen. So, jetzt kommt der Rest hier rein. So, seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht. Moment, da, nein, der will nicht. Moment, warte. So, hier ist der ganze Rest. Ja? Ja. Das ist der kleine Sohn. Sag hallo, kleiner Sohn. Hallo. So. Ja. Nochmal vielen lieben Dank an alle. Es war sehr friedlich auch, ja? Ja. Es gab keine Ausschreitung, kein gar nichts. Da waren ja von einem wirklich die Bedenken geäußert worden, aber alles super. Es waren im Schnitt, was habe ich vorhin gehört, irgendwas mit 250? 250. Ich würde sogar mal mit mehr Leuten tippen, aber es war wirklich vom Anfang bis zum Ende ein richtig geiles Fest, richtig klasse. Ja, und ich erhoffe mir, dass es in 2 Jahren genauso wieder ist. Vielleicht sogar noch mehr. Mal gucken, was wir uns dann einfallen lassen. So, wir räumen jetzt den Rest rein, ohne Kamera, und dann fahren wir nach Hause. Und dann ist Ende. Und dann ist Ende im Gelände. Genau. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende noch. Ein Sonntag? Nein. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Also die mag uns nicht immer. Die kann das immer sein, dass die uns nicht so richtig mag, die Kamera? Nee, die hier will gerade nicht. So? So. Halt, falsche Richtung. So, so, so. Ei. So. Ist das besser? Ja. Dann machen wir das so. Ja. Winke mal. Hallo. Einen schönen Sonntag noch. Habt euch wohl? Genau. Schönen Kaffee. Denkt dran, geht zum Ehrenamt. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben, liken, kommentieren, abonnieren. Ja. Und alles, der ganze Rest auch. Macht's gut.